Und zwar geht es um Microseeds im Weed. Kannst du uns dazu was sagen? Hast du da irgendwelche Infos in die Richtung oder ist. Also ich habe da wirklich nirgendwo Ja, Antworten bekommen bis jetzt. na, also wenn sie da gestresst wird, dann erhöht es einfach die Wahrscheinlichkeit von Microseeds. Pflanze, vor allem in den ersten 3 Blütewochen, Stress trägt zu Microseeds bei. Und wie gesagt, also ein Lollipopping, ein Topping und so weiter, das sind alles Sachen, die man eigentlich zwischen zweiter und dritten Blütewoche macht und danach lässt man das sein. Zwar haben wir ja da über die präventiven Nützlinge gesprochen und da wollte ich dich nochmal fragen, wie heißen die genau, die präventive Nützlinge und wie wendet man die genau an und kann ich das im Homegrow auch benutzen? Also ja, das kann man im Homegrow benutzen. Ist meiner Meinung nach ein sehr einfaches Tool. Wichtig ist, dass sich die Pflanzen berühren, weil es gibt sehr viele Nützlinge, die sich im Prinzip übers Blatt fortbewegen, von Pflanze zu Pflanze. Indoor funktionieren Autoflower sehr gut. Also es bedarf eines großen Topfes. Desto größer der Topf, desto besser meine Ernte bei Autoflower. Das gilt generell. Dieses Video wird gesponsert von Garden Eden Grow Shop aus Ulm mit fairen Preisen, tollen Angeboten und schnellen Lieferzeiten. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, also schaut's mal rein. Beste Leben, Garden Eden. Würde ich gerne noch ein paar Zuschauerfragen gleich mal einsetzen aus dem Chat. Und zwar Gerne. haben wir hier einmal die Frage, wie ist es mit dem VPD in der Dunkelphase? Ist es wichtig? Es ist nicht unwichtig, sagen wir mal so. Der Hauptgrund ist aber vor allem Schimmel. Dass ich einfach, also prinzipiell, wenn ich jetzt der Pflanze in der Nacht eine höhere Luftfeuchtigkeit gebe, dann hat das katastrophale Auswirkungen. Die katastrophale Auswirkung wäre im Prinzip, dass man mein Zeug davon schimmelt. Darum fahren wir auch in der Nacht sogar nochmal 3% weniger Luftfeuchtigkeit. Und was ich jetzt auch gelernt habe, aber das ist ein bisschen Theorie und Praxis. Bis jetzt haben wir immer verfolgt und haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr wie 4 Grad Delta zwischen Tag und Nacht. Das heißt, wenn wir 28 Grad unter Tag fahren, dann wollen wir nicht unter 24 Grad in der Nachtphase, um im Prinzip das Kondensieren des Wassers an den Blättern zu verhindern. Jetzt habe ich aber mit Peter von Canna sehr viel darüber diskutiert und er meint, es wäre besser, in der Nacht kühler zu fahren, also deutlich mehr wie 4 Grad Delta, weil gewisse Prozesse in den Pflanzen davon getriggert werden. Und ich glaube, sowas werden wir uns ganz sicher dann auch noch in der Praxis anschauen. Aber ja, um die Frage zu beantworten, der VPD sollte auch in der Nacht gehalten werden. Es hat aber deutlich weniger Einfluss, wie natürlich unter Tag, wo der Metabolismus tatsächlich auch stattfindet. Okay, dann haben wir die nächste Frage und zwar, Martin hat mal gemeint, in der 7. Woche mit weniger Wasser gießen soll positiver Stress sein. Für welches Strain gilt es? Indica oder Sativa? Sprich, bei welcher Gesamtblütedauer gilt die Woche 7? Gilt prinzipiell immer, also Woche 7 war vielleicht ein Missverständnis. Ich sage einfach so circa 2 Wochen vor der Ernte. Muss natürlich jeder irgendwann abschätzen, wann 2 Wochen vor der Ernte ist. Macht es Sinn, positiven Stress zu geben? Also, wir hatten ja früher in der Schweiz ein großes Labor mit 800 Quadratmetern und da hatte man ja mehrere Phytotrone und da waren wir sozusagen auch CBD-Produzent. Und wollten dann natürlich die beste Qualität an den Markt bringen und haben dann festgestellt, okay, wenn ich 2 Wochen vor der Ernte gezielt Stress auf die Pflanzen ausübe, bekomme ich am Ende einen deutlich besseren Harzbesatz und ein deutlich besseres Terpenprofil. Das konnte man eigentlich so sagen. Das heißt, wir wussten, Strain XY ist in Woche 9 fertig. Das heißt, in Woche 7 haben wir nur noch mit Wasser gegossen, haben also Nährstoffe entzogen. Und in der letzten Woche
hat er dann gar nicht mehr gegossen. Wir haben die Pflanze im Prinzip im Topf sterben lassen, haben aber trotzdem noch die volle Lichtintensität und alles andere weitergegeben. Also einfach nicht mehr getränkt. Was ist passiert? Die Pflanze ist gestorben, also die ist wirklich verreckt. Man kann es auch fast live ansehen, oder also wenn man zwei Pflanzen behandelt und nicht behandelt gegenübergestellt hat, hat man von freiem Auge gesehen, dass da deutlich mehr Harz an den nicht gegossenen Pflanzen dran ist. Und das finde ich einfach mal ein sehr spannender Tipp, weil das am Ende UV-Leuchte, wenn ich das mit UV erreiche, ist das alles eine tolle Sache, aber irgendjemand muss Geld dafür ausgeben und ich sage mal, einfach nicht gießen. Kann jeder, kostet genau gar nichts und hat dann sehr positive Effekte auf die Qualität, und die Ertragsmenge. Okay, dann haben wir noch eine Frage und zwar, warum benutzt ihr kein Koko oder werdet ihr das mal machen? Wir haben auch früher in der Schweiz viel mit Koko gearbeitet. Ich selber bin eigentlich sogar ein Koko-Fan und es wäre auch wissenschaftlicher, auf Koko oder auf Steinwolle zu arbeiten. Aber sehr viele Kunden haben sich gewünscht, dass wir das auf Erde machen, weil halt unsere Hobbykunden vor allem, ich sag mal zu 90% auf Erde grown. Und das ist eigentlich der Grund, wieso wir bei uns im Labor mit Erde arbeiten. Okay, dann genau, eine Frage ist hier die nächste Frage wäre einmal, wie viel Calcium und Magnesium fahrt ihr bei Sunlight in welchem Verhältnis und was meint Martin mit Standard-Kannererde? Okay, wie viel Kalzium? Ich kann es leider nicht beantworten. Müsstet ihr einfach einen Support bitte schreiben, den kann es euch der Benny sagen. Ich habe jetzt dann nicht alle Daten vor mir, aber der Benjamin weiß es sicher aus dem Stegreif. Wie gesagt, einfach im Support nochmal anfragen. Und die Kanner Standarderde, muss ich gerade mal kurz auf die Kanner Webpage gehen. Das ist kurze Sekunde. So, das ist das Terra Professional, was wir da fahren. Und da gibt es, glaube ich, auch wieder. Genau, Terra Professional Plus. Professional Plus unterscheidet sich von Professional nochmal, soviel ich weiß, durch einen anderen Koko-Anteil. So wie mich Peter informiert hat, ist es für Versuche das bessere Substrat, weil auch andere Nährstoffzusammensetzungen wie die Professional kann er selbst empfiehlt, aber für einen Hobbygrow ganz klar die Professional und nicht die Professional Plus. Okay. Dann nächste Frage wäre, was passiert eigentlich mit der Ernte? Raucht ihr die selber? Nein. Bei uns ist es so, wir haben ja eine THC-Lizenz, also wir dürfen im Jahr 45 Kilogramm Cannabisblüten produzieren, was in Österreich recht selten vergeben wird, solche Lizenzen. Also meines Wissens gibt es drei Lizenzen. Einer davon ist die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die so eine Lizenz hat. Eine haben wir und dann gibt es noch eine dritte, aber da weiß ich nicht, wer die hat. Wir müssen natürlich alles pinneligst mitdokumentieren. Dazu verwendet man die Cannavigia-Software. Das ist ein Schweizer Unternehmen. Also bei uns hat jede Pflanze hat einen QR-Code und wir können das ganze Pflanzenleben eigentlich komplett nachverfolgen und das ist alles dokumentiert. Dann wird getrocknet, geerntet, getrimmt und dann sperren wir das Ganze in einen Tresor. Und da verbleibt es, bis die Behörde das dann irgendwann mal abholen kommt. Okay, dann ein natürlich ganz, ganz interessantes Thema, wo ich bis jetzt nirgendwo eine Antwort bekommen habe. Und zwar geht es um Microseeds im Weed. Kannst du uns dazu was sagen? Hast du da irgendwelche Infos in die Richtung? Oder also ich habe da wirklich nirgendwo Ja, Antworten bekommen bis jetzt. na, also. Ganz klare Antworten gibt es da leider auch von mir nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Interlighting, also sprich die Pflanze
von unten oder von der Seite zusätzlich belichten, erhöht die Wahrscheinlichkeit von solchen Geschichten. Und allgemein Stress, vor allem noch vor der Blütephase, also diese ersten 3 Wochen, bevor die Pflanze klar in ihrer Blüte ist, wenn sie da gestresst wird, dann erhöht es einfach die Wahrscheinlichkeit von Microseeds in eurer Blüte. An was das aber genau liegt, kann ich nicht sagen. Oder? Und darum empfehlen wir auch immer, also wirklich dieses DLI konstant zu halten, also die Menge an Licht, die wir pro Tag geben. Also egal welche Leuchte das ihr verwendet, schaut immer, dass ihr in der vegetativen Phase habt ihr ja 18 Stunden Licht und in der generativen Phase nur 12 Stunden. Das heißt, wenn jetzt die vegetative Phase mit 100% der Lichtintensität fahren würde, dann passiert in dem Moment, wo ich auf 12 Stunden umswitche, dass ich eigentlich der Pflanze 30% Licht klaue. Und darum sagen wir, okay, vegetative Phase immer 30% weniger Licht geben, damit ich bei der Umstellung dann auf 100% switchen kann beim Dimming und dann eigentlich zumindest dieselbe Lichtmenge habe, die ich in der vegetativen Phase hatte. Und das reduziert einfach dramatisch den Stress der Pflanze. Und wie gesagt, allgemein, also so wie ich das interpretiere, ist alles, was die Pflanze vor allem in den ersten 3 Blütewochen Stress trägt, zu Microseeds bei und auch diese ständige Zupferei an der Pflanze über die Blütephase erhöht auch das Risiko. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein Lollipopping machen, dann machen wir das, ich sage mal, in der 2. bis 3. Blütewoche, wenn die Pflanze klar in der Blüte ist, dann wird einmal gelollipoppt und dann lasse ich das Ding sein. Also die restlichen 6 Blütenwochen, sage ich, greife ich die Pflanze eigentlich nicht mehr an. Ich entferne keine Blätter. Auch die unteren Blätter zu entfernen, das bringt mir zwar den Vorteil, dass ich mitunter Risiko von einem Schimmel oder so verhindere, weil ich unten an der Pflanze natürlich deutlich schlechtere Klimaverhältnisse habe. Ich stehle der Pflanze aber auch ihren Stickstoffvorrat. Das muss man sich bewusst sein. Also das ist recht normal, dass die Pflanze irgendwann mal die unteren Blätter abwirft. Das hat nichts mit zu viel oder zu wenig Licht zu tun. Das hat einfach damit zu tun, Stickstoff ist ein mobiler Nährstoff. Das bedeutet, die lagert Stickstoff ein. Und wenn ich jetzt in die Blüte wechsle, fahre ich ja düngertechnisch mit dem Stickstoff zurück. Was passiert? Die Pflanze braucht aber trotzdem noch einen Stickstoff, vor allem in den ersten Blütewochen. Und den holt sie sich aus den großen alten Sonnensegeln, an die nicht mehr so gut Licht drankommt. Das heißt, wenn er die wegzupft, dann macht ihr eigentlich eher was Schlechtes. Also nehmt diese Blätter erst weg, wenn sie tatsächlich tot sind. Und wie gesagt, also ein Lollipopping, ein Topping und so weiter, das sind alles Sachen, die man eigentlich zwischen 2. und 3. Blütewoche macht und danach lässt man das sein. Man hat das auch im letzten Video, glaube ich, mit Garden Eden gesehen. Das war auch so, dass die Pflanzen uns einfach zu hoch geworden sind. Wir mussten dann in der 4., 5. Blütewoche nochmal toppen, das ganze Ding. Und das hat also die Pflanze dramatisch gestört. Also das war einfach keine schöne Pflanze mehr und auch vom Ertrag her nicht so spektakulär wie sonst. Also zu spät toppen ist ein ganz großer Genau. Fehler, ja. Ja, zu spät und zu früh. Ja, also es gibt ja auch die Theorien, dass in der vegetativen Phase schon gelollipoppt und so wird. Das ist alles ein Blödsinn. Lasst die Pflanze ihre vegetative Phase machen, lasst die Blätter aufbauen, geht dann in die Blütephase bzw. in die generative Phase und dann wartet, bis ein klarer Blüteansatz da ist und dann wird einmal radikal gelollipoppt. Das heißt, radikal lollipoppen, da bleiben noch die besten 9 Triebe, lasse ich stehen und alles andere kommt weg. Von unten angefangen natürlich. Und das führt zu echt guten Ertragssteigerungen, ich glaube, vor bis zu 25% und verhindert eben auch das Risiko von Schimmel und so weiter. Also, das ist wirklich ein Tipp, den ich machen kann, das ich weitergeben will. Wenn ihr das zum Beispiel in einer vegetativen Phase macht und ihr schneidet der Pflanze was weg, dann versucht die, das Ding zu ersetzen. Also ich schneide einen Trieb weg und was macht sie? Sie versucht, diesen Trieb zu ersetzen. Und darum eben in der Blütephase schneiden am Anfang,
dann kann ich wirklich sagen, jawohl, ich schneide, die ist ganz klar in der Blüte, die versucht denn nicht gezwungenermaßen noch einen neuen Trieb zu machen, sondern steckt die Energie tatsächlich in den Rest der Blüten rein oder in die verbleibenden Blüten rein und dann hat das Ganze einen Sinn. Zusätzlich ist auch deutlich weniger Arbeit, wenn ich das nur einmal machen muss. Okay, dann einmal die Frage von Manuskript. Ich hatte mal gelesen, dass verschiedene Strains sich nicht verstehen. Amnesia Haze plus Gorilla Cookie in einem Zelt. Ist da was dran? Kann ich so nichts dazu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also hab ich noch nie beobachtet, muss aber auch sagen, wir hatten, also in meiner langen Grower-Karriere hatte ich eigentlich nie immer Zelt unterschiedliche Strains. Allgemein kann ich nur sagen, unterschiedliche Strains in einem Zelt sind immer schwer zu handeln. Weil ich habe einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf, ich habe unterschiedliche Höhen. Also wenn ich Ertragsoptimum fahren will oder erreichen will, dann wäre es immer meine Empfehlung, dass ich sage, okay, ich habe nur einen Strain drin und mache dann halt den anderen Strain beim nächsten Durchgang. Natürlich funktioniert es auch anders. Aber es ist halt nicht das Optimum, weil ich es einfach nicht handeln kann, auch beim Gießen. Ich habe unterschiedliche Nährstoffbedarfe. Das heißt, ich müsste dann sagen, okay, Pflanze A gieße ich anders wie Pflanze B, vielleicht auch mit anderen Nährstoffdosierungen, um das Ganze sauber durchzubringen. Das muss man sich halt überlegen, ob man das machen will oder nicht. Okay. Dann haben wir, Moment, muss ich kurz ordnen. Genau, dann noch eine Frage von dem YouTube-Kanal. Wir haben ja 4 Videos gedreht, da sind auch ein paar Fragen gedroppt, die sehr interessant sind. Ich habe da mal ein paar rausgesucht. Und zwar haben wir ja da über die präventiven Nützlinge gesprochen. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie heißen die genau, die präventiven Nützlinge? Und wie wendet man die genau an? Und kann ich das im Homegrow auch benutzen? Also ja, das kann man im Homegrow benutzen. Ist meiner Meinung nach ein sehr einfaches Tool. Wichtig ist, dass sich die Pflanzen berühren, weil es gibt sehr viele Nützlinge, die sich im Prinzip übers Blatt fortbewegen, von Pflanze zu Pflanze. Wenn sich die Pflanzenblätter von Pflanze A zu Pflanze B jedoch nicht berühren, dann kann dieser Nützling gar nicht auf die andere Pflanze rüberlaufen sozusagen. Das wäre da mal zu beachten. Und was ich da als Unternehmen oder als Lieferant empfehlen kann, ist die Firma BioBest, www.biobestgroup.com. Da gibt es sowas wie ein Kalkulator, das heißt, ihr könnt die Pflanze eingeben, da kann man auch Cannabis auswählen, dann gebt ihr die Art des Schädlings ein und dann bekommt ihr im Prinzip Vorschläge, welche Nützlinge zu verwenden sind und auch wie die Nützlinge zu verwenden sind. Wir verwenden grundsätzlich, ich habe den Benne vorher gefragt, Californicus, Cucumeris und Swirsky Milben, die bekommen wir in diesen weißen Säckchen. Das Schöne an diesen Säckchen ist, das ist super zum Präventiv anwenden, weil da kommt nicht alles auf einmal raus, wie bei einer Streuware, weil so ein Nützling, der hält mir ja auch nicht ewig, sondern die haben da ein bisschen Nährstoffe drin und vermehren sich in diesen Säckchen, beziehungsweise sind da halt Eier drin, die schlüpfen dann und kommen vorne zu über meinen ganzen Grow raus und sorgen einfach dann präventiv, fressen wir die das Zeug zusammen, das ich nicht haben will. Und alternativ dazu kann man natürlich auch Streuware einsetzen, wenn es denn tatsächlich akut ist. Das heißt, wenn ich wirklich den einen Befall sehe, dann bringe ich noch entsprechende Streuware aus, um den gleich zu bekämpfen. Aber schaut da eben bei BioBest auf die Webpage, da bekommt ihr noch deutlich bessere Informationen als wie von mir. Okay. Dann einmal noch eine Frage und zwar, hast du Daten, wie groß ist der Unterschied der THC- und Terpenwerte von Top- zu Popcorn-Buds? Habe ich. Kurzer Moment. Ich habe da die Doku vom UV-Versuch. So. Ich gehe jetzt mal davon aus, ohne UV-Zusatzbelichtung, hatten wir zum Beispiel bei der Serious Happiness
Waren das Terpene? Ja, genau. Bei der Serious Happiness zum Beispiel, die Popcornblüte hatte 27,3. Obwohl, das kann nicht sein. Achso, na, Entschuldigung. Habe ich falsch geguckt? Mal schauen, ob ich die da in meinen Dokumentationen finde. Nein, kann ich auf die Schnelle leider nicht beantworten, aber einfach an Support schreiben. Der Benjamin sucht euch raus, und dann habt ihr das. Aber da ist schon ein ordentlicher Unterschied da, aber ich kann den jetzt leider nicht gerade in einer Zahl benennen. Das habe ich jetzt nicht greifbar. Aber so circa ungefähr. Ja, da liegen wir schon bei 5% umeinander. Also 5% von einer Blüte, die voll im Licht ist, zu einer Blüte, die. Ah, jetzt habe ich sogar. Doch, ich hab's. Genau, also bei der Serious Happiness, die Kategorie C-Blüten, also das Popcorn, hatte durchschnittlich 9,9% THC. Hingegen eine A-Blüte 16,2% hatte. Und eine B-Blüte, die lag auch circa bei 16 bis 17%, tendenziell sogar ein bisschen höher. Also das Also macht haben wir schon doch, einen Unterschied. Also ja, krass, definitiv, wie ja. groß der Unterschied ist. Es ist wirklich extrem. Dann haben wir die nächste Frage. Sollte ich bei 6 Stunden Dunkelfaser den Lüfter laufen lassen wegen Schimmel oder ist es okay, wenn die 6 Stunden der Lüfter ausbleibt und die Luftfeuchtigkeit auf 60 bis 70% steigt? Na, Lüfter auf alle Fälle laufen lassen, nicht nur wegen der Feuchtigkeit, sondern die Pflanze bzw. die Erde gast in der Nacht CO2 aus. Das heißt, wenn du den Lüfter abschaltest, hast du recht schnell im Zelt deutlich mehr wie 1000 ppm CO2 und das verursacht langfristig CO2-Vergiftungen. Also ihr bekommt hinten raus, denn das äußert sich wie Nährstoffmängel, die ihr ab der vierten, fünften Blütewoche bekommt, wenn ihr wenn ihr den Lüfter in der Nacht abschaltet. Also ganz klar immer durchlüften. Ihr könnt natürlich, ich meine, die Pflanze transpiriert ja in der Nacht keine Feuchtigkeit. Das bedeutet, ihr könnt den Lüfter auf ein Minimum zurückdimmen, aber ihr müsst dann durchlaufen lassen, um eben dieses CO2 rauszuspülen, um die Luftfeuchtigkeit auch halbwegs im Griff zu haben. Also ganz schlechte Idee, den Lüfter in der Nacht abschalten. Okay, was sagst du zu überzüchteten Pflanzen? Gibt es das oder nur schlechtes Breeding? Ich bin ein Freund der alten Genetiken, sage ich mal so. Man fragt doch vielleicht gerade den Falschen. Was wir halt einfach sehen, ist das. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Breeder wie Serious Seeds anschaue, der ist, ich sage jetzt mal, 25 Jahre am Markt. Der Simon ist ein Mann der ersten Stunde. Die Strains, die haben schon ein paar Jahre am Buckel. Und wenn ich da 10 Samen aussähe, dann bekomme ich mehr oder weniger 10 gleiche Pflanzen. Also da ist recht wenig Varianz drin. Es ist aber auch wenig Spektakuläres dabei, sage ich, oder? Da sind dann halt alle gleich mittelgut. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Genetik von TH-Seeds, diese London Windcake, anschaue, da hat man die beste Pflanze zum Beispiel mit 480 Gramm oder sowas auf dem Tisch und die schlechteste Pflanze hat 40 Gramm gebracht. Also, was man aber, und das will ich gar nicht negativ bewerten, oder? Das muss man halt rausselektieren und das sind, da war halt beim Breeden nicht so ein langer Selektionsprozess, weil es natürlich ja deutlich neuere Sorte ist, hatte man gar nicht so viel Zeit, das zu stabilisieren. Das bedeutet, wenn ich so eine Genetik growe, dann bekomme ich mehr Varianz, was mitunter cool ist, weil ich einfach dieselbe Genetik drinstehen habe, sagen wir mal 4 Pflanzen und ich bekomme 4 unterschiedliche Pflanzen. Wenn ich allerdings auf einen maximalen Ertrag oder ich will irgendwas Besonderes oder ich will halt genau nur ein Genotyp von der Pflanze haben, dann muss man schon sagen, okay, dann ist das halt nur, ja, nur mittelgut selektiert. Kann man schon klar sagen. Und
Was ich überhaupt kein Fan bin, ist von diesen Ami-Genetiken, habe ich immer wieder gesehen. Oder? Ich meine, die hauen halt, bös gesagt, die haben eine Zufallsbestäubung und dann schreiben die einen neuen Namen drauf und dann ist eine neue Sorte am Markt, dann wird das entsprechende Marketing dazu gemacht und alles ist super geil. Wenn man diese Sorten dann aber selber züchtet, dann ist da halt von 10 Pflanzen eine mega geile dabei und die anderen 9 sind mitunter scheiße. Und ich finde, also die Kunst im Breeding liegt für mich schon darin, dass ich sage, okay, ich habe 10 Samen, ich habe 10 gleiche Pflanzen. Das ist eine stabile Pflanze, ein stabiler Samen und alles andere ist halt, wie gesagt, keine Breeding-Kunst dahinter. Okay. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, das möchte ich aber auch betonen. Okay. Es ist, dann haben wir Marienkäfer. Sind die okay im Grow-Raum oder gehen die an die Blüten? Na, die sind absolut okay. Das einzige Problem ist, wenn man Umluftlüfter hat, dann werden die Marienkäfer leider nicht lange leben. Die fliegen da recht gerne rein, dann sind sie halt tot. Okay. Gibt es Erfahrungen zur Evo 5 mit 80% Leistung gleich gute Gramm-Watt-Ergebnisse wie Evo 4 mit 80%? Ist ein Test mit Block Okay. DBCGL geplant? Es gibt schon einen Blog dazu. Also was wir gemacht haben, ist damals noch im Alpenlabor, hat da mal ein Zelt mit vier, also 1,20 mal 2,40 Zelt mit Evo 5 bestückt. Ein 1,20 mal 2,40 Zelt mit Evo 4 bestückt. Und ein weiteres 2,40 mal 1,20 Zelt auch mit Evo 4 bestückt, jedoch gedimmt. Und was man mal allgemein sagen kann, ist, okay, desto weniger Licht ich der Pflanze zur Verfügung stelle, desto besser wird eigentlich mein Gramm pro Watt Verhältnis. Zumal ganz banal gesagt, desto mehr Licht, desto schlechter wird mein Gramm pro Watt Verhältnis. Wenn ich mir das Gramm pro Quadratmeter Verhältnis anschaue, ist aber wieder genau umgekehrt. Also das heißt, mit der Evo 5 konnte man deutlich mehr aus dem Zelt ernten, haben aber auch deutlich mehr Energie reingesteckt. Weiters muss man den allerdings beachten, dass eigentlich die Evo 4 für die 1,20er Fläche optimiert ist und die Evo 5 1,20, das heißt nicht, dass die schlecht ist, aber die ist nicht optimiert auf einer 1,20er Fläche, die ist wieder mehr fürs Projekt. Das bedeutet, in der Evo 5, in der 1,20 mal 1,20 Box, bekomme ich nicht so eine schöne Lichtverteilung mit einer Evo 4. Der Grund ist ganz einfach, ich habe in der Mitte dieses Modul mehr, da passt mir der Abstand denn nicht mehr perfekt für diese Fläche. Das heißt, ich bekomme in der Mitte einfach etwas mehr Licht, was zu einem Hotspot führt. Und bei einer Evo 4 bekomme ich das nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Effizienz von LED-Chips hängt ja von der Bestromung ab. Desto stärker, dass ich meinen LED-Chip bestrome, desto mehr Licht kommt prinzipiell raus, aber desto ineffizienter wird das ganze Teil. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit einer Evo 5 arbeiten würde und die mit 80% nur betreibe, habe ich eine effizientere Leuchte, wie wenn ich die Evo 4 mit 100% betreibe. Es kommt zwar am Ende gleich viel Licht raus, aber ein bisschen effizienter bin ich mit einer gedimmten Leuchte. Das geht aber leider auch nicht unendlich, weil auf der anderen Seite ist es so, dass der LED-Treiber, desto besser ich die Leistung des Treibers ausnütze, desto effizienter läuft dieser wieder. Also das geht gegeneinander, oder? Ich sage, okay, ich bestrome die LEDs weniger, durch das wird meine LED effizienter, aber ich nütze den Treiber nicht mehr auf 100% Leistung, dann wird mir der Treiber ineffizienter. Und ich sage mal, irgendwo zwischen 80 und 90% Dimming ist der Sweet Spot, wo sie das trifft, wo ich wirklich sagen kann, okay, da habe ich jetzt eine maximale Effizienz, weil der Treiber verliert weniger Effizienz, wie ich Effizienzgewinn von der LED-Seite her bekomme. Und wenn ich aber jetzt unter 80% dimme, dann kippt das Verhältnis, oder? Weil der Treiber einfach dann wirklich, sagen wir mal, 3% schlechtere Effizienzen liefert und das kann ich auf der LED-Seite dann nicht rausholen. Ist aber immer individuell von Leuchte zu Leuchte, oder? Weil natürlich nur wir wissen, welcher Treiber da drin verbaut ist.
und nicht jeder Treiber genau gleich reagiert. Also ich kann nicht global sagen, jawohl, mit 80% Dimming ist das besser. Das hängt von 1000 Faktoren ab, oder? Wenn ich jetzt einen LED-Hersteller anschaue, der seine LED auf Maximalstrom betreibt, da verursacht das Runterdimmen einen dramatisch großer Effizienzzuwachs zum Beispiel. Aber bei uns laufen die LEDs schon sehr niedrig bestromt, dass das Runterdimmen denn eigentlich gar nicht so einen großen Effizienzsprung hat. Also wir reden da nicht, dass denn da 5% bessere Effizienzen sind. Da reden wir halt von vielleicht 2% bessere Effizienz bei 80% Dimming. Okay. Dann nächste Frage ist, was sagst du zu triploiden Cannabis? Tötet das den Breedermarkt im Home-Bereich? Oh, das Wort, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nie gehört. Ich auch nicht. Ja. Okay, und zwar Trichome Forest 420, wenn du deine Frage nochmal etwas umformulieren könntest. Dann eine andere Frage und zwar... Frage, ich habe noch eine Generation, zweite Generation, habe jetzt die Fläche vergrößert. Ist es okay, eine Generation 2 und eine Evo zu nutzen? Okay, ist das. Es ist halt nicht optimal, sage ich, aber es wird prinzipiell funktionieren. Okay. Oder? Also, es ist halt einfach schwierig, oder? Die Evo und die Q, die haben unterschiedliche Abstrahlcharakteristika. Das heißt, man muss die Leuchte ein bisschen höher hängen und einfach das schön zu durchmischen. Oder man entscheidet sich einfach, okay, die eine Seite mache ich halt mit einer Q-Serie und die andere Seite mit einer Evo. Was ganz sicher das Ergebnis von linker zur rechter Seite, sage ich jetzt mal, unterschiedlich macht, ist aber mitunter auch gar nicht so schlecht. Also muss man im Prinzip nur entscheiden, okay, entweder gehe ich mit den Leuchten höher, damit ich eine saubere Durchmischung habe, damit wieder alle dasselbe Spektrum sehen, oder ich entscheide mich dafür, dass meine linke Seite anders performt wie meine rechte Seite. Es sind aber beides gangbare Wege. Okay, dann jetzt habe ich eine bisschen längere Frage. Kann sich eine Pflanze, die in der vierten Blütewoche das Zwittern angefangen hat, nur sehr geringere Ausbildung der männlichen Pollensäcke, nur drei kleine mit einer längeren von 1 bis 2 mm gefunden, wieder anfangen? Also von der Samenausbildung wieder hin zur Blütebildung? Oder kann es sein, dass nur an dem ein oder anderen Bud Samen wachsen, um die andere, die nicht befruchtet wurde, weiter Blüten bildet? Oder ist die Pflanze komplett für die Katz, nachdem man einen Pollensack gefunden hat? Also, wenn der Pollensack mal platzt, dann ist eigentlich der ganze Grow mitunter für den Arsch. Natürlich ist ein Unterschied, ob das in der achten Blütewoche passiert oder in der dritten. Okay. Aber wenn ihr mal Zwitter habt, also rausbekommen, tut ihr das nicht mehr. Man kann es natürlich bei der Ernte dann wegmachen. Aber gerade bei der Zwitterbildung habe ich schon alles gesehen, also vor sehr lokal. Dass das wirklich nur an einer Blüte war zum Beispiel und den Rest von der Pflanze gar nicht betroffen hat, bis dass sich das über die ganze Pflanze verteilt hat. Also da gibt es alles, ich kann da keine globale Antwort dazu geben. Okay, dann haben wir jetzt natürlich noch kurz die umformulierte Frage. Also triploides Cannabis enthält triploides Cannabis drei Chromosomensätze, also insgesamt 30 Chromosomen. Die Nachkommen erben einen Chromosomensatz von einem Elternteil und zwei vom anderen. Tetraploides Cannabis, diese Sorte haben vier Chromosomensätze. Zwei von jedem Elternteil, das bedeutet mehr Ertrag und stabilere Pflanzen, dafür aber komplett unfruchtbar. Gut, Gut. kann Habe ich leider ich, immer noch nicht mehr dazu sagen, ja. müsste ich ausprobieren. Also, aber ich mache mich da mal für mich schlau. Danke für den Hinweis, habe ich mal was dazu gelernt. Schaue ich noch mal an und vielleicht gibt es da mal irgendeinen Test dazu oder sowas. Okay, was ist der Unterschied? Q-Serie und Evo-Serie. Der größte Unterschied, also prinzipiell sind es kaum vergleichbare Leuchten. Bei der Q-Serie, wo wir die entwickelt haben, war das mal ganz klar das Ziel, dass da Natrium-Dampfleuchten noch damit ersetzt werden. Das war eine ganz andere Zeit.
Und die Q-Serie haben wir ausgelegt, also vom Spektrum her, zwischen 600 bis 700 Mikromol gut zu funktionieren. Dann hat sich der Markt geändert. Viele Mitbewerber sind am Markt gekommen mit 600 Watt für eine 120 mal 120 Box. Also der Stromsparfokus war gar nicht mehr bei den Kunden so gefragt. Man wollte Ertrag maximieren. Und unsere Antwort darauf war die Evo-Serie. Die Evo-Serie hat ein deutlich breitbandere Spektrum wie die Q-Serie. Das heißt, mit der Evo-Serie kann ich deutlich mehr wie 1000 Mikromol befeuern und bekomme trotzdem kein Bleaching. Das bedeutet aber, dass bei niedrigen Lichtintensitäten, also sagen wir bei 500 Mikromol, wenn ich einfach unterbelichtet bin, sogar die Q-Serie besser performt wie die Evo-Serie. Das ist schon mal vom Spektrum her der große Unterschied. Damit wir dieses breitbandige Spektrum bei der Evo-Serie realisieren konnten, konnte man keine weißen High-Power-LEDs mehr verwenden. Also ihr müsst wissen, es gibt High-Power-LEDs. Das sind die mit den Linsen oben, sage ich mal. Bei uns jetzt bei einer Evo-Serie die roten. Und es gibt Mid-Power-LEDs. High-Power-LEDs performen also technisch bedingt bei farbigen LEDs deutlich besser. Also eine rote LED auf High-Power-Basis wird immer besser sein wie eine rote LED auf Mid-Power-Basis. Und zwar nicht nur ein bisschen besser, sondern dramatisch besser. Und umgekehrt ist es bei der weißen LED. Bei weißer LED ist eine Mid-Power-LED deutlich effizienter wie eine High-Power-LED. Darum mischen eigentlich auch die meisten Hersteller am Markt mittlerweile Mid-Power, das ist sehr effizientes Weiß, mit High-Power in allen erdenklichen Farben, da die High-Power die Farbe besser beherrscht. Und darum konnte man überhaupt bei der Evo-Serie auch dieses breitbandige Spektrum, das deutlich breitbandiger ist wie bei der Q-Serie, überhaupt realisieren. Okay. Also Spektrum ist breitbandiger bei der Evo-Serie. Wir haben das breitbandige Spektrum erreicht, weil wir statt High-Power-LED wie bei der Q-Serie, da war alles High-Power, also auch die weißen. Das war damals, gab es wenig Alternativen dazu, sage ich. Da musste man das noch so machen und dementsprechend war das Spektrum spikiger, sage ich mal. Also wir hatten deutlich höhere Rot-Peaks im Vergleich zu Grün-Peaks im Spektrum. Das führt wieder dazu, dass ich mit einer Evo-Serie besser ballern kann und mit einer Q-Serie bei niedrigen Intensitäten hat die wieder einen Vorteil. Okay. Und dann die nächste Frage wäre, in einem Video sagt Martin, dass Living Soil im Ertrag hinterherkömmlichen Düngen bleibt. Welche ist Sunlight und Martins Lieblingsdünger? Ich habe schon verdammt viele Dünger ausprobiert. Mit Cano und Plagron habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht, aber auch mit anderen Düngerherstellern. Ich habe mit Living Soil, also zum Beispiel bei uns in der Mutterpflanzenhaltung, verwenden wir vom Flo eigentlich das Living Soil. Das funktioniert super gut und ist halt für uns in der Mutterpflanzenhaltung extrem einfach anzuwenden. Und wir sehen, dass gerade bei Mutterpflanzen die Pflanzen auf Living Soil über längere Zeit vitaler bleiben, wie wenn ich einen synthetischen Dünger verwende. Klarer Lieblingsdünger habe ich nicht, aber was ich empfehlen kann, ist definitiv Canna, Plagron. Das sind zwei seriöse Buden, sage ich, was aber nicht heißt, dass alle anderen schlecht sind. Ich bin schon der Überzeugung, dass man bei Dünger immer am Ende des Tages mischt jeder dieselbe Plörre irgendwo zusammen. Also das große Wundermittel habe ich ja mal noch nicht gesehen. Und wir bekommen immer wieder Anfragen von Düngerherstellern, die dann sagen: Jawohl, test jetzt doch meinen Dünger, der ist deutlich besser wie jeder andere. Das bezweifle ich, dass es da einen Dünger gibt, der dramatisch viel besser ist. Was man aber nicht vergessen darf, ist diese Qualitätskontrolle. Die ist zum Beispiel eben bei Macana, bei Maplagron, da weiß ich das jawohl, da ist jede Flasche gleich wie die andere. Was ich vielleicht bei einem kleineren Hersteller nicht unbedingt garantieren kann, weil es da vielleicht an der Qualitätskontrolle mangelt.
Ist aber auch nur eine Unterstellung. Also ich will nicht sagen, dass das tatsächlich so ist, aber das könnte meiner Meinung nach passieren. Und darum verwenden wir also bei uns im Labor aktuell Kanne und Plagron und sind da auch sehr zufrieden. Und wie gesagt, bei Mutterpflanzen kann ich Living Soil also ganz klar empfehlen. Okay. Woher weiß ich, wie viel Watt ich geben sollte? Gibt es da eine Tabelle? Ja, prinzipiell, ich meine, darum schreiben wir unsere Blogs, einfach unseren Blog durchsehen. Der ist ja eigentlich wie ein Grow Diary. Also ihr seht in jeder Pflanzenphase, welche Lichtwerte wir gefahren sind und auch welche Dimmereinstellungen. Da einfach durchlesen, dann habt ihr das alles. Okay. Dann wegen geringer Boxhöhe habe ich nur noch 15 cm Abstand zur Lampe. Bei 80% Leistung kein Lichtbrand. Warum empfiehlt ihr 40 cm? Weil das im Prinzip, also die Lichtintensität macht man mit dem Dimmen, die Lichtverteilung macht man mit dem Abstand. Wenn wir jetzt so eine Sekundäroptik, wie wir das verwenden und auch die ganze Leuchte auslegen, oder? Also wir haben zum Beispiel bei der Entwicklung der Evo 4 ganz klar gesagt, jawohl, ich will mit zwei Leuchten eine 1,20er mal 1,20er Fläche belichten. Dann haben wir eine Sekundäroptik dazu entwickelt, haben dazu die Leuchte entwickelt und haben dann einen Abstand angenommen, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir bei circa 30 cm, wollen wir eine perfekte Durchmischung der zwei Leuchten haben, also eine perfekte Diffusität und eine homogene Lichtverteilung. Wenn ich diesen Abstand jetzt verändere, was passiert? Wenn ich hochgehe und ich bin weiter weg mit dem Abstand, bekomme ich eine inhomogene Lichtverteilung. Das heißt nicht, dass es dann nicht mehr funktioniert, aber es ist nicht mehr im Optimum. Also mein Licht ist nicht mehr perfekt im Zelt verteilt. Wenn ich zu nah rangehe, dann durchmischt sich das Licht von diesen zwei Leuchten mitunter nicht mehr. Wenn ich nur eine Leuchte habe, habe ich einfach das Problem, dass ich sage, okay, ich erzeuge mir einen Hotspot. Also das heißt, ich habe dann in der Mitte deutlich mehr Licht wie zum Beispiel am Rand. Das bedeutet nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Das bedeutet einfach nur, dass meine Lichtverteilung nicht optimal ist. Das ist es eigentlich. Dass im Prinzip Schäden an der Pflanze entstehen, ist eher unwahrscheinlich. Aber natürlich muss man sich bewusst sein, wenn ich jetzt einfach mal ein Messgerät nehmen würde und meine Fläche auf unterschiedlichen Abständen messe, wenn ich zu nah dran bin, dann habe ich in der Mitte direkt unter der Leuchte, also so bei 15 cm, dann haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage einmal 1500 Mikromol in der Mitte der Leuchte, was eigentlich zu viel Licht ist. Das kann die Pflanze gar nicht mehr effizient verarbeiten, wenn ich kein CO2 verwende. Und am Rand dafür habe ich sehr wenig. Und das ist halt dann schwierig, zum optimales Ergebnis rausholen, was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Also wenn man mal zu nah dran ist, ja, dann zieht es den Grow fertig durch, wenn ihr nicht weiter weg könnt. Und das wird auch funktionieren. Wenn ihr allerdings einen Vergleichs-Grow mal macht mit dem perfekten Abstand, dann werdet ihr sehen, okay, dass dann einfach mehr dran ist. Also nochmal zusammengefasst, der Abstand ist sehr wichtig für die Lichtverteilung. Es kann zu viel Abstand geben, was einen negativen Einfluss auf die Lichtverteilung hat. Oder es kann zu wenig Abstand geben, was einen negativen Einfluss auf die Lichtverteilung hat. Okay, ich bräuchte nur kurz eine 2-Minuten-Pause. Wir machen jetzt kurz 2 Minuten Pause und dann geht es gleich wieder weiter, ja? Okay. Jo, Martin ist wieder da. So. Okay, dann weiter geht's mit dem Fragenmarathon. So, die nächste Frage wäre einmal, gibt es Empfehlungen von Martin zum Thema Sonnenuntergang und ist da eine automatische Lösung mit Boot-Dimmer von Sunlight möglich oder geplant? Also. Prinzipiell, es ist ja den Versuch, den ich da beschrieben habe, oder wo wir nach 9 Stunden Erhöhung der Blatttemperatur gemessen haben. Erhöhung der Blatttemperatur bedeutet, die Pflanze transpiriert nicht mehr so stark, also die Photosyntheseleistung nimmt ab. Und ja, dann macht es Sinn, einen Sonnenuntergang zu machen. Sonnenuntergang zu machen bedeutet aber, jawohl, ich dimme zurück und lasse den auf mal 75% Niveau
das Licht noch stehen für die letzten 3 Stunden und schalte dann aber schlagartig ab, weil ich glaube nicht, dass einfach nur das Runterdimmen über 10 Minuten am Tagesende, das hat überhaupt keinen Effekt. Also das ist meiner Meinung nach ein Schwachsinn. Beim Sonnenaufgang, da macht es mitunter Sinn, den zu fahren, also nicht Lampe, zack, ein und volle Leistung, sondern das Ganze langsam hochzufahren. Da geht es darum, weil einfach die Pflanze noch nicht auf Temperatur ist. Und dann macht es gar keinen Sinn, dass ich da Vollgas reinballer, weil die das Licht gar nicht so effizient verarbeiten kann, wie wenn eben die Temperaturen und alles passen. Also Sonnenaufgang macht meiner Meinung nach Sinn, wenn ich nicht vorheizen kann. Ein Sonnenuntergang macht Sinn, wenn ich das aber schon deutlich früher ansetze, also die letzten 3 Stunden in der Blütephase. Und wir bieten diese Lösung im Prinzip in unserem Bluetooth-Dimmer an, dass das gemacht werden kann. Es gibt, glaube ich, auch Steuerungen am Markt, die das können. Allerdings, wenn ich jetzt einmal, also ich kenne jetzt nur den billigen Trollmaster, nicht das Top-Gerät von Trollmaster, sondern der Hydro X Controller. Und die können eigentlich meines Wissens nur so einen Sonnenaufgang fahren und ich sagen kann, jawohl, schalte die Lampe ein und dimm das in einer gewissen Zeitphase hoch, das macht Sinn. Aber diese Sonnenuntergänge, die diese Steuerungen bringen, die machen meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Also da kommt ihr um einen Bluetooth-Dimmer oder eventuell andere Steuerung nicht rundherum. Okay. Dann interessant, würde mich mal ein Experiment zu unterschiedlichen Keimungsmethoden von Samen. Hast du da einen Tipp? Keep it simple. Also ich habe schon sehr, sehr vieles probiert. Die beste und einfachste Methode ist meiner Meinung nach, ich habe ein Wasserglas mit ganz normalem Wasser, da schmeiße ich meine Samen rein, nach 3 Tagen poppen die auf, dann weiß ich auch, wo unten und oben ist und dann gehe ich mit dieser Pflanze natürlich behutsam in einen Easy Plug rein. Ich bin auch definitiv ein Easy Plug Fan. Ich bevorzuge das ganz stark der Steinwolle, weil es deutlich einfacher im Handling ist. Da setze ich das rein und dann geht's los. Und das funktioniert meiner Meinung nach deutlich besser wie alles andere. Wenn ich zum Beispiel schon im Plug den rohen Samen einsetze und den da drin keimen lasse, dann habe ich immer wieder beobachtet, dass dann das Pflänzchen irgendwo in dem Loch vom Plug verhängt, nicht rauskommt, dann muss ich da wieder zupfen, da kann ich da einen Schaden machen. Also ich bin wirklich der, der sagt, jawohl, haut es ins Wasserglas, lasst es da vorkeimen, dann in Plug, dann warten, bis die ersten echten Blätter da sind und dann kann es eigentlich schon in den finalen Topf rein. Okay. Dann ist hier eine Frage, und zwar wäre, im letzten Video wurde gesagt, dass es einen Gärtnerfehler gab und der Versuch wiederholt werden muss. Welchen Fehler gab es? Im Prinzip gab es einen Einstellungsfehler, also der gärtnerische Fehler war jetzt nicht, dass man die Pflanzen falsch gegossen hat oder so, aber die Temperaturen wurden falsch eingestellt und das wurde länger nicht bemerkt, sage ich mal, und also allgemein das Labor wurde falsch eingestellt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil sonst schreist mir der Benni noch den Kopf ab. Okay. Alles klar. Okay. Dann in eurem neuen Labor ist der VPD perfekt eingestellt und ihr habt ca. 50% mehr Ertrag. Wie viele Schwankungen hattet ihr beim VPD im alten Labor? Deutlich mehr. Also wir haben jetzt einfach die Situation. Ich meine, VPD, jeder redet davon, niemand weiß es wirklich, weil das fängt einmal schon damit an, wie ich die Blatttemperatur messe. Also ich sage mal so, im neuen Labor, wo wir jetzt wir haben da irgendwie harte Nebengeräusche. Hört sich besser. Gut. Wir haben Blatttemperatur gemessen mit 3 unterschiedlichen Sensoren. Das heißt, wir haben mit einer Infrarotkamera gemessen. Wir haben normal mit so einem Infrarotsensor, wie man es von den Fieberthermometern her kennt, gemessen. Und wir haben mit einem Anlegesensor gemessen. Also wirklich so ein ganz kleiner NTC-Sensor, den man aufs Blatt angebracht hat.
und haben damals schon drei unterschiedliche Temperaturwerte für die Blatttemperaturen am selben Blatt gemessen. Und zwar größere Temperaturunterschiede. Und meiner Meinung nach ist der Anlegesensor ganz sicher der beste Sensor und eigentlich auch fast der günstigste Sensor, um eine Blatttemperatur zu ermitteln. Dann habe ich als nächstes noch das Thema, dass ich am Pop natürlich ganz eine andere Blatttemperatur habe wie am unteren Blatt. Und dann muss man mal auch irgendwo sagen, okay, ja, welches ist denn jetzt, also jetzt wissen wir, der Anlegesensor wäre die beste Möglichkeit, die Blatttemperatur zu ermitteln. Dann muss ich noch sagen, okay, welches ist das beste Blatt? Da sind wir so vorgegangen, dass wir in allen Pflanzenhöhen einmal Messungen gemacht haben und da ein Mittelwert genommen haben. Und dann haben wir im Prinzip den VPD genau in die Mitte gesetzt, dass wir eigentlich trotzig, also wenn die Blatttemperatur nicht exakt gemessen werden könnte, dass wir trotzdem einen großen Schwankungsbereich haben, wo wir hinlaufen können. Und das können wir halt bei uns im Labor machen, weil wir eben plus minus 0,3 Grad genau alles einstellen können. Im alten Labor war das ein Homegrow sozusagen, also wir hatten auch 60, 70 Quadratmeter, das waren halt viele Growzelte drin, die sind alle an derselben Abluftanlage gehangen und der ganze Raum wurde von einer Standard-Hausklimaanlage gekühlt. Und befeuchtet haben wir halt mit Befeuchtern und entfeuchtet haben wir entweder über die Klimaanlage oder mit zusätzlichen Entfeuchter. Und da hatte man halt Temperaturschwankungen von plus minus 3 Grad teilweise, vor allem in der Luftfeuchtigkeit. Du bist halt da gleich mal bei plus minus 10% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, man schwankt immer um diesen perfekten VPD rundherum. Und das wissen wir aus alten Forschungen, dass das eigentlich recht uncool ist. Also, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, ist, lieber habe ich nicht den perfekten VPD-Wert, aber bin konstant daneben, ist besser, wie wenn ich bin drin, ich bin raus, ich bin drin, ich bin raus, ich bin drin, ich bin raus. Das mögen die Pflanzen gar nicht. Und geschwankt, wie gesagt, also ich kann jetzt das nicht in Pascal ausdrücken. Wir hatten im alten Labor schon Schwankungen eben von teilweise plus minus 3 Grad, je nach Phase, und in der Luftfeuchtigkeit von plus minus 10%. Und das heißt, wir sind da immer rundherum geschwankt um diesen VPD-Wert. Und muss halt leider auch sagen, okay, im Homegrow ist es kaum besser machbar. Es sei denn, man investiert extrem in Technik, weil auch im Homegrow muss man ganz klar sagen, okay, auch wenn eine Temperatur konstant zu sein scheint, schwankt die doch kontinuierlich. Okay. Oder weil das Messgerät, also ich bekomme ja, also ich bin ein großer Grow Control Fan, ich finde das Gerät cool, ich finde den Tobi cool, ist wirklich ein gutes Unternehmen, ähnliche Philosophie, wie wir das haben. Muss aber einfach da dazu sagen, okay, der misst halt, ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt mal halt alle Minute mal den Temperaturwert und dann scheint die Temperatur recht konstant zu sein. Bei uns im Labor eben haben wir diese Blatttemperatur, dieses Logging gemacht zum Beispiel und sehen sogar, und da loggen wir alle 3 Sekunden die Temperatur mit und dann sehen wir auch sogar kleine Schwankungen in der Lufttemperatur drin, die einfach von der Klimaanlage kommen und die dann auch größer sind wie diese 0,3 Grad, aber das sind regelmäßige Schwankungen. Okay. Und Dann das hat halt eine sehr interessante Frage. Ich würde gerne wissen, ob Martin Anker schon einmal Cannabis konsumiert hat. ja, ich habe schon mal Cannabis konsumiert. Ich meine, das war die Motivation, um dieses Unternehmen zu gründen. Das ist aber schon recht lange her, sage ich mal so. Also mittlerweile, ich bin ein großer Fan von CBD-Blüten mittlerweile. Das tut mir persönlich besser. Ich habe eine sehr niedrige Toleranz für THC, das konnte ich in den jungen, wilden Jahren feststellen. Und trotzdem hat mich die Pflanze und das Growing immer fasziniert und das fasziniert mich heute nicht noch. Aber scharfes Cannabis habe ich schon sehr lange nicht mehr geraucht. Okay, super. Also Geschäftsmann immer klein im Kopf, ganz wichtig. Ist ganz wichtig für Ja. mich, ja. Und ich bin echt nicht mehr zu gebrauchen, wenn ich das Zeug konsumiere. Du siehst zerstört aus, so wie ich genauso. Ja. Also bei mir sieht man schon 1000 Meter weg. Also
Also dann die nächste Frage. Hat Martin Erfahrung mit Pyroly? 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 Pyrolyt, das war Genau. vom Friedel, das, ja, habe ich. Auch drüben in der Farm haben wir das verwendet für Mehltauprävention und muss sagen, da hat das ganz gut funktioniert. Vor allem also in der vegetativen Phase Pyrolyt auf die Pflanzen zu spritzen, beugt Mehltau vor. Das kann ich so bestätigen. In der Blütephase dann aber bitte nicht mehr. Also spätestens nach der dritten Blütewoche ist eigentlich eine Pflanze mit egal was zu bespritzen eine schlechte Idee, weil es die Schimmelgefahr dramatisch nach oben treibt. Okay, dann es gibt mehrere VBD-Tabellen für Cannabis, die sich teilweise stark unterscheiden. Gibt es eine Tabelle, mit der ihr arbeitet und die ihr öffentlichen könnt? Ich schreibe mir das mal auf. Das haben wir sowieso mal vor, am Blog dazu zu schreiben und da werden wir eine veröffentlichen. Sie unterscheiden sich aber vor allem darin, dass unterschiedliche Blatttemperaturen angenommen werden. Also es gibt einen VPD-Kalkulator, den google ich mal ganz kurz, den kann ich den gleich durchsagen. Und es gibt VPD-Tabellen. Bei den Tabellen müsst ihr achten, welche Blatttemperatur, also welches Delta von Lufttemperatur zu Blatttemperatur angenommen wird. Weil der VPD-Wert unterscheidet, wenn jetzt, ich sage mal, 25 Grad in meinem Grow-Raum habe und meine Blatttemperatur liegt bei 23 Grad, dann ergeben sich ganz andere VPD-Werte, wie wenn meine Blatttemperatur bei 24 Grad liegen. Und das müsst ihr in diesen Tabellen beachten. Bei guten Tabellen steht es dabei. Da steht dann immer dabei Delta Blatttemperatur 2 Grad. Und das ist das, was eigentlich in den meisten LED-Grows in der Praxis auch zu beobachten ist. Also schaut einfach, dass da wirklich diese 2 Grad Delta angemerkt sind. Dann habt ihr die richtige Tabelle. Und die müssten dann alle gleich sein. Und Kalkulator muss ich gerade gucken. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber komme sicher noch dazu. Also ich bleibe gerade im Google und google das und mache mir derweil eine andere Frage und dann kann ich eine gute Adresse dann raushauen. Okay. Ist es sehr schlimm, bei Autoflow oder allgemein habe ich immer 43, maximal 50% Luftfeuchtigkeit. Wenn Lüfter an ist, sogar 36%. Ist das schlimm für meinen Grow? Naja, wenn es furchtbar schlimm wäre, sage ich, dann wird der Grow nicht funktionieren. Ich meine, was man sich mal bewusst sein muss, ist, Cannabis wächst wie Unkraut. Das wächst auch, wenn es nicht perfekt ist und vor allem in der vegetativen Phase zu trocken zu sein. Das führt natürlich schon zu Problemen bei der Nährstoffaufnahme, beziehungsweise zu trocken würde bedeuten, dass die Pflanze zu viel transpiriert. Also ich habe ja den eigentlich ein schlechter VPD. Das heißt, die Pflanze, die säuft wie blöd. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich müsste weniger düngen, also weniger stark düngen, damit die das Problem kompensieren kann. Im Idealfall, wie gesagt, versuche ich die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Das gilt übrigens für Automatik oder tageslichtsensitive Pflanzen genau gleich. Gilt von einem Salat auch genau gleich wie von Cannabis. Wie gesagt, wenn ihr so niedrige Luftfeuchtigkeit habt, dann transpiriert die Pflanze zu viel, also die nimmt extrem viel Wasser auf. Und das heißt, ihr müsst die Konzentration des Düngers verringern, damit ihr keine Überdüngungserscheinungen bekommt. Aber prinzipiell funktioniert es auch. Okay, gibt es in Österreich Möglichkeiten, ins Growing-Business einzusteigen, wenn man schon mal mit der Polizei zu tun hatte? Boah. Bin ich überfragt. Also wenn wir Leute fürs Labor einstellen, dann verlangen wir Alleinmundszeugnis. Das verlangt auch die Behörde von uns, dass derjenige, der Zutritt zum Labor bekommt, dann perfekter Leumund hat. Wie das aber generell sonst abläuft, kann ich nicht sagen. Also ich behaupte, bei einem Stecklingsproduzent ist das vielmehr die Firmaphilosophie,
die das entscheidet, wie der Gesetzgeber. Also der Gesetzgeber, Cannabis-Stücklinge sind ja bei uns in Österreich legal, CBD-Blüten sind bei uns in Österreich legal. Und ich behaupte, am Gesetzgeber ist es dann ziemlich egal, ob da ein perfekter Leumund tierisch oder nicht. Das hängt dann ganz stark vom Arbeitgeber ab. Wenn es um THC-haltiges Cannabis geht, dann schaut aber die Sache aktuell mal ganz anders aus. Also wir bei uns im Unternehmen verlangen ein perfekter Leumund, sogar bei allen unseren Mitarbeitern. Okay. Kennt sich Martin mit Autoflower aus und wie sieht er deren Entwicklung? Ja, ich kenne mich mit Autoflower aus. Ich finde Autoflower für draußen, für den Balkon in unseren Breitengraden perfekt, weil wir halt immer wieder die Situation haben, dass es Ende August, September schon recht kühl und feucht mitunter wird und dann steigt halt extrem das Schimmelrisiko. Und mit einer Autoflower habe ich halt mitunter Ende Juli schon die Ernte eingefahren, denn ist mir ziemlich wurscht, wie es im Herbst ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass draußen Autoflowers nicht extrem performant sind. Also man bekommt da keine riesen Monsterpflanzen, wo super Erträge dran sind. Aber man bekommt, das kann man wieder mit vielen Pflanzen kompensieren. Also viele kleine statt einer großen. Sichere Ernte, eben weil ich nicht in die Phase des blöden Herbst reinkomme, der mir wirklich die Blüten versauen kann. Da finde ich es cool. Indoor funktionieren Autoflower sehr gut. Also es bedarf eines großen Topfes. Desto größer der Topf, desto besser meine Ernte bei Autoflower. Das gilt generell. Ich bin aber drinnen kein Fan davon, weil ich sage, okay, ich verballere jeden Tag 20 Stunden Lichtenergie bzw. den Strom fürs Licht und bekomme eigentlich von der Autoflower keinen Vorteil. Also das ist kein besserer Strain oder sowas. Die Auswahl bei Autoflowers, also das ist ja immer recht belastet mit nicht photosensitiven Sorten. Das heißt, das sind Sorten, die kommen aus dem Norden, das sind nicht so die Top-Erträgler, das sind ja langweiligere Sorten. Wie gesagt, draußen finde ich es cool, um eine sichere Ernte einzufahren. Indoor sehe ich es eher schon ein bisschen als Stromverschwendung. Und eben, ich habe noch nicht die supergeile Autoflower gesehen, die mich dazu motiviert hätte, die Indoor zu machen. Okay. Noch eine Frage, und zwar, ihr habt ja einen Versuch gemacht mit UV und einmal 420 Nanometer Spektrum, also das ist ja blaues Spektrum. Warum habt ihr euch genau für dieses blaue Spektrum entschieden und habt ihr da schon Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht mit dem Spektrum? Erfahrung in der Vergangenheit, wie gesagt, wir haben da, also das ist jetzt schon der zweite UV-Versuch und im ersten UV-Versuch hatten wir auch die 420 Nanometer eingesetzt. Was wir prinzipiell, also was die Auswahl beeinflusst hat, ist die Effizienz und Langlebigkeit und der Preis der UV-LED. Also ja, es gibt UVC-LEDs, UVC-LEDs bringen für die Desinfektion was, aber haben sonst jetzt keinen Einfluss. Also das wäre sogar negativ, dieser Einfluss. Da kann ich Pflanzen töten mit UVC. Zudem ist UVC auch für einen Mensch sehr gefährlich. Also als Beispiel hat er mal in der Schweiz, haben wir unser Luftdesinfektionssystem mit UVC-Röhren gebaut und das habe ich dann selber zusammengebastelt. Da hat er mal 300 Watt UVC verbaut an Röhren und ich habe das Ding eingeschaltet. Ich wusste, dass das gefährlich ist. Bin 5 Meter davon entfernt gestanden, habe UVC gestartet und habe nach wenigen Sekunden schon gemerkt, wie es auf der Haut kribbelt. Also das ist wirklich böses Zeug, sage ich mal. Da muss man damit aufpassen. Ist gefährlich, eignet sich aber zur Desinfektion sehr gut. Eignet sich bei Mehltauproblemen recht gut und wie gesagt, die Behandlung geht aber wenige Sekunden. Also UVC-LED zu verbauen in der Leuchte wird gar keinen Sinn machen, weil Punkt A gefährlich und Punkt B, ich brauche das nur wenige Sekunden am Tag. Dann gibt es UVB. UVB ist prinzipiell spannend, eben da kommen auch die ganzen Theorien her und
Da haben wir aber das Problem, dass die UVB-LEDs, also da reden wir von circa 300 Nanometer, die aktuell am Markt verfügbar sind, also nicht fertige Leuchten, sondern Chips, die haben einfach eine beschissene Effizienz und eine beschissene Lebensdauer. Das heißt, da kommen irgendwie zwischen, ja, sagen wir mal 5% Licht raus, 95% der Energie, die ich in so eine UVB-LED reinstecke, gehen in Wärme auf und nur 5% kommt Licht raus. Und dann haben wir gesagt, okay, auch wenn diese LED einen positiven Effekt hätte, dann würde man kein Produkt rausbauen, weil es nicht energieeffizient ist. Punkt 1. Und Punkt 2, reden wir da von Lebensdauern von 3000 Stunden. Also 3000 Stunden ist einfach nichts. Das heißt, ich würde eine LED in den Markt werfen, die wirklich schweineteuer ist, richtig schweineteuer. Und die nach 3000 Stunden im Arsch ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann macht es gar keinen Sinn, das mit dieser Wellenlänge anzusehen. Und die 365 Nanometer, die wir untersucht haben, die haben wir darum gewählt, da gibt es eine gute Technik dafür. Da reden wir von Effizienzen um die 60% Wirkungsgrad. Das ist eine richtig gute Effizienz, die ist ähnlich gut wie bei Blau. Da passen die Lebensdauern, die sind da um die 50.000 Stunden. Das heißt, wenn man da einen positiven Effekt sehen würde, dann würde es sich für alle Beteiligten rentieren, so ein Produkt einzusetzen, weil es einfach hält und weil es kostentechnisch vertretbar ist. Und die 420 Nanometer haben wir reingewählt, weil das Absorptionsspektrum von Chlorophyll eigentlich zeigt, dass die 420 Nanometer einen ähnlichen Effekt haben müssen wie die 365 Nanometer, wir aber technisch Vorteile hätten. Also wenn wir jetzt bei 365 und 420 Nanometer denselben Effekt sehen würden, dann wäre die 420 Nanometer ziemlich sicher die bessere Wahl, weil man da nochmal ein Tick effizienter sind wie bei 365 Nanometer, ein bisschen günstiger sind wie bei 365 Nanometer und auch von der allgemeinen LED-Konstruktion und von den Wellenlängen her weniger Probleme technischer Seite her hätten. Darum haben wir das ausgewählt. Also einfach, weil da Technik am Markt vorhanden ist, mit der es sich rentieren würde, ein Produkt zu bauen, wenn das einen positiven Effekt hätte. Also es gibt aber auf dem Markt keine LEDs, also keine Lampen, die 420 Nanometer Spektrum drin haben. Das wäre Doch, dann eine gibt es. Premiere, oder? Da Gibt's gibt's schon. glaube ich, schon, ja. Also ich glaube, unsere Mitbewerber schwören auf 420 Nanometer teilweise. Es war auch ein Grund, wieso wir das reingenommen haben, auch mal zu sehen, okay, wenn unsere Mitbewerber sagen, dass das so super ist, dann wollen wir dem auf den Grund gehen und nehmen das natürlich auch damit. Ich glaube schon, dass Mitbewerber von uns 420 Nanometer einsetzen und es gibt, glaube ich, auch Leuchten für Zusatzbelichtungen mit 365 Nanometer, also da gibt es sehr vieles. Aber so mit 300 Nanometer habe ich LED-technisch mal noch nichts gesehen. Wie gesagt, das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Also einfach lebensdauertechnisch und preistechnisch nicht. Okay, dann nächste Frage. Ich gebe auf 80 mal 80 mit 2 Evo 480 insgesamt 60% mit beiden Leuchten. Wenn ich CO2 auf 800 bis 1000 ppm erhöhe, wie viel Licht sollte ich geben? So, jetzt muss ich da mal gucken. 80 mal 80 Fläche und was waren es? Evo 480 4, oder 380? 480, 2. Also meiner Meinung nach kann man auch ohne CO2 noch mehr geben als diese 60%. Also da könnte man auch ohne CO2 noch hochgehen auf, ich würde mal behaupten, 80%. Dann würde man circa bei 1300 Mikromol im Durchschnitt landen. Was schon sehr hohe Werte sind, aber was man eben in den Versuchen, die bei uns im Blog zu finden sind, auch gesehen haben, dass es ohne CO2 noch zu einer Ertragssteigerung pro Fläche führt. Wenn CO2, dann kann man mal versuchen, komplett reinzuballern und sogar auf 100% zu gehen. Das Limit ist eigentlich das Bleaching, meiner Meinung nach, und das erkennt man doch recht früh.
Also egal ob CO2 oder nicht, versuch doch mal rein zu ballern, auch auf 100%, aber eben erst in der Blütephase bitte. Und da vielleicht nicht vom ersten Tag an, sondern ab Tag 20 und dann einfach die Blütenentwicklung beobachten. Wenn es natürlich zu warm wird, weil dann zu viel Verlustleistung drin ist, oder wenn es andere Probleme gibt, dann muss ich wieder zurück. Aber ich sage mal, eine Pflanze kann ich theoretisch auch mit 2000 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde bespielen und sie wird mir nicht sterben. Die Situation ist natürlich, dass ich das Gramm pro Watt oder Gramm pro Kilowattstunde Verhältnis natürlich deutlich schlechter wird. Du hast ja noch ein paar andere Versuche momentan am Laufen, die noch nicht auf dem Block sind. Kannst du da mal was drüber reden? Du hast ja gemeint, einmal um das gerade beim Dimmen, da hast du Neuigkeiten, ja? Kannst du da mal was erzählen darüber? Genau, also wir haben, wie gesagt, haben wir ja mehrere, also zwei Labors. In einem Labor läuft jetzt eben der nächste UV-Versuch und im anderen Labor ist parallel zum UV-Versuch einmal am Versuch gelaufen, wo man im Prinzip am ersten Tag, also am ersten vegetativen Tag, schon die volle Lichtdosis gegeben haben mit 900 Mikromol. Bei den Vergleichstischen, Tischnummer, das ist, war, kurzer Moment, also Tischnummer 3 und 4, hat er mal ab dem ersten Blütetag die volle Lichtintensität gegeben und bei den anderen verbleibenden zwei Tischen ab dem 21. Blütetag. Und das wären ganz spannende Ergebnisse, weil man auch natürlich die ganze Energie über die Zeit messen, nicht nur die Energie des Lichts, sondern auch die Energie, was wir zum Klimatisieren und so weiter benötigen. Und haben den eigentlich gesehen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, in einer vegetativen Phase mit 900 Mikromol zu arbeiten. Als Beispiel, also wo wir das eingeschalten haben, zum Beispiel sind da mal schon drei Pflanzen gestorben. Das war einfach viel zu viel Licht in der vegetativen Phase. Das beste Ergebnis wurde ertragsmäßig eigentlich so erreicht, beim Tisch, der ab dem ersten Blütentag die volle Intensität bekommen hat mit 900 Mikromol. Das hat das beste Gramm pro Watt bzw. Gramm pro Kilowatt Ergebnis geliefert und auch den besten Gesamtertrag. Ein ganz entspannender Versuch, den wir gerade abgeschlossen haben, war, dass wir gesagt haben, okay, wir messen die Blatttemperatur über den Tag. Da haben wir die Blatttemperatur mitgelockt. Wir heizen ja unser Labor vor. Das heißt, eine Stunde bevor das Licht angeht, wird unser Labor vorgeheizt und dann starten wir ganz normal mit dem Licht. Und dann sehen wir im Verlauf der Blatttemperatur, dass diese dann über den Tag eigentlich abnimmt. Und bei uns war es jetzt der Fall, dass circa nach 9 Stunden haben wir den Wendepunkt erreicht und die Blatttemperatur ist wieder angestiegen. Das waren aber marginale Veränderungen, also da reden wir von circa 0,3 bis 0,4 Grad Anstieg der Blatttemperatur. Und an diesem Wendepunkt haben wir im Prinzip die Lichtdosis um 25% verringert. Und haben uns dann im Prinzip jetzt wieder die Erträge angeschaut. Und ich habe noch keine finalen Ergebnisse für euch, aber so viel kann ich sagen. Die Pflanzen, die in den letzten 3 Blütestunden weniger Licht bekommen haben, haben mehr Ertrag geliefert. Also wir konnten Energie sparen und mehr Ertrag generieren, was ich mal zukünftig als sehr spannend erachte. Die finalen Ergebnisse könnt ihr dann prinzipiell auf dem Blog nachlesen. Was Okay. auch noch, Ja. und dann haben wir noch einen Versuch gemacht, wie sicher einige von euch wissen. Also, wir sind ja nicht nur im Bereich Cannabis aktiv. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche die ganze Woche auf der IPM in Essen. Das ist eine Gartenbaumesse. Also, wir belichten auch Rosen, Gurken und was weiß ich was alles. Und in Gewächshäusern gibt es immer wieder die Fragestellung, welches Lichtspektrum denn verwendet werden soll. Und wir haben die Situation bei uns im Labor, haben wir Fenster, also Dachfenster integriert. Das heißt, wir können auch ein Gewächshaus simulieren sozusagen und haben da ein Rot-Blau-Spektrum, wie man das von den
alten China-Bombern kennt, sage ich, die es in 2012 gegeben haben, wo das Lichtspektrum also nur aus Rot-Blau besteht, und haben das gegen eine Evo verglichen, und das war auch ein recht spannender Versuch. Weil wir die Situation haben, Rot-Blau, also rote und blaue LEDs liefern die besten Effizienzen. Da können wir bis zu 3,5 Mikromol pro Joule erreichen als Systemeffizienz, was doch ordentlich ist. Sehen aber, dass das im Chlorophyll zu Sättigungseffekten führt, und am Schluss hatte dieses Spektrum trotz deutlich besserer Effizienz der Leuchte ein deutlich schlechterer Ertrag im Gesamten und ein schlechterer Ertrag in Gramm pro Kilowattstunde gemessen. Okay. Alle Ergebnisse dazu findet ihr jetzt, ich sage mal, in den nächsten Tagen und Wochen bei uns am Blog. Schaut euch das an, und wenn Fragen dazu sind, einfach bei uns im Support melden, und wir beantworten es gerne. Okay. Dann wollte ich noch mit dir sprechen über deine neue Evo, die rausgekommen ist, die 1.5. Da haben sich ja die LEDs geändert, und zwar Genau. seid ihr zu Soul gewechselt, oder? Nein, wir hatten immer schon Soul verbaut in der Evo. Ich sage, bei der 1.0 war das alles die 3030C. Das ist halt die interne Produktbezeichnung von Soul Semiconductor. Und da ist jetzt eine neue LED in den Markt gekommen. Das war die 3030E. Und wie schon anfangs erwähnt, stehen wir dafür, im Prinzip auf Deutsch gesagt, den neuesten Shit in unsere Leuchte einzubauen. Und darum dieses 1.5er Update. Das ist im Prinzip nur ein Update der weißen LEDs auf den neuesten Stand der Technik. Okay, dann habe ich noch eine Frage, und zwar ist es so, was habt denn ihr in der Zukunft für Versuche am Planen? Kannst du da schon mal was erzählen, was du da in Zukunft noch machen willst? In welche Richtung? Ja, kann ich sagen. Prinzipiell sind jetzt weitere UV-Versuche geplant. Also es ist jetzt ein UV-Versuch nochmal genau dasselbe geplant. Und dann schauen wir uns mal die Auswirkungen an. Sollte sich zeigen, dass es eine positive Auswirkung gibt, dann werden wir ganz sicher noch weitere UV-Versuche fahren, um denn tatsächlich zu bestätigen, dass es am UV liegt und nicht an der zusätzlichen Menge Licht. Für uns ist das in der Versuchsplanung, also man, wieso haben wir das von vornherein überhaupt so gemacht? Wir wollten im Prinzip einmal eine Auswirkung an UV sehen, und wenn ich halt zusätzlich Licht gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Auswirkung ist, einfach viel höher, wie wenn ich das alles mit selber PPFD mache. Gut, da haben wir jetzt aktuell eine sehr kleine Auswirkung gesehen. Vielleicht wird es beim nächsten Versuch eine größere Auswirkung geben. Und wenn es eine größere Auswirkung gibt, dann werden wir im Prinzip dasselbe nochmal fahren, nur eben auf selben PPFD. Das heißt, wir dimmen dann auf den UV behandelten Tischen die Evos um 80 Mikromol zurück, geben dann das UV-Licht dazu und haben dann auf allen Tischen im Prinzip dieselbe Lichtintensität, jedoch andere Lichtspektren. Und wir haben jetzt vor kurzem auch ein HPLC-Messgerät angeschafft. Das heißt, wir werden live mitmessen, also wöchentlich Proben nehmen, dass wir im Prinzip diesen Cannabinoid-Aufbau und den Terpen-Aufbau live mitverfolgen können. Und so würde man auch sehen, falls zum Beispiel bei 365 Nanometer das UV tatsächlich gegen hinten raus einen negativen Effekt hat, dann würde man das sehen, weil man im Prinzip wöchentlich mitloggen. Und eine ganz große Versuchsreihe wird sein, dass wir uns nährstofftechnisch das Ganze anschauen. Da wird der Benjamin nächste Woche schon pflanzen, mit deutlich mehr Pflanzen pro Tisch, weil wir immer wieder sehen, dass trotz hoher Umgebungstemperatur, die wir eigentlich fahren mit 28 Grad, dass es immer wieder bei LED allgemein zu Problemen mit Kalzium und Magnesium führt. Also wir bekommen immer wieder Phosphor-Blowouts, das sind so im Prinzip diese kleinen braunen Punkte auf den Blättern. Und da möchten wir untersuchen, an was das liegt. Also wir sind da ganz eng in Kontakt mit Canna. Und Canna kann da aktuell
nicht, also die wissen, dass das Problem existiert und die haben eine Theorie dazu und diese Theorie möchte man überprüfen. Da geht es vor allem um pH-Werte, die mitunter in eine falsche Richtung laufen bei LEDs und die man aber, und dem versuchen wir im Prinzip auch herauszufinden, zum einen, warum tritt das Problem auf und zum zweiten, was könnte man dagegen tun? Okay. Das bedeutet, wir werden, glaube ich, mit fast 20 oder 16 Pflanzen am Tisch starten in kleineren Töpfen und werden nach der vegetativen Phase wöchentlich eine Pflanze aus dem Versuch rausnehmen, die ganze Pflanze analysieren auf Nährstoffgehalte, die Erde analysieren und das Drainwasser analysieren. Und somit sollte man dann feststellen können, an was es tatsächlich fehlt und ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu optimieren. Okay, sehr, sehr interessant, finde ich. Okay. Dann gibt es eine Möglichkeit, die Blütephase zu verringern, dass es schneller fertig wird. Ist mit unseren LEDs, also mehr Licht bedeutet kürzere Blütezeit, das kann man mal so sagen. Allgemein geht es mit LED ein bisschen schneller, aber eben, ja, also Zeit verringern geht mit mehr Licht. Okay. Wenn man die Schwankungen zwischen Tag- und Nachtphase geringer halten möchte und deswegen seine Zeitschaltuhr umstellt, wie geht man da am besten vor? Aktuell ist Nachtruhe von 0 bis 6 Uhr. Ziel wäre von 12 bis 17 Uhr Nachtruhe. Boah, ich verstehe die Frage nicht ganz, ehrlich gesagt. Soll ich es nochmal? Ich kann es nochmal vorlesen. Also, wenn man die Schwankungen zwischen Tag- und Nachtphase geringer halten möchte und deswegen seine Zeitschaltuhr umstellt, wie geht man da am besten vor? Aktuell ist die Nachtruhe von 0 bis 6 Uhr. Ziel wäre von 12 bis 17 Uhr. Also, Schätze ich denke mal, dass er von nachts die Nachtphase haben will, aber umstellen will, dass am Tag die Nachtphase ist. Kann man da dann einfach einmal kurz eine längere Nachtphase machen oder wie kann man das ändern, wenn man da Ja, kurzfristig noch genau. was machen will? Ja. Also man muss es definitiv, oder wenn ich in der Blüte bin, in der Nachtphase ändern. Also ich kann in der Blüte natürlich nicht sagen, okay, jetzt mache ich einen Tag länger, um das zu machen, sondern ich mache die Nacht einmal länger und dann bin ich umgestellt. Das ist ganz wichtig. Aber ansonsten auch gar nicht Stück für Stück umstellen, sondern einmal knallhart und dann erledigt. Also nicht jeden Tag stundenweise, sondern, aber das geht Na, nur würde in ich der nicht. Blütephase. Das gilt nur in der Blütephase. Also diese Umstellung würde ich auch in der vegetativen Phase so machen, dass ich immer die Nacht sozusagen länger mache oder kürzer und nicht den Tag. Und dann einmal hart umstellen. Das verursacht zwar einmal einen harten Stress. Man wird sehen, dass das 2, 3 Tage nicht mehr so viel passiert wie gewohnt, aber nachher ist gut. Und wenn ich halt jeden Tag eine Stunde machen würde, dann bekomme ich eine deutlich längere, also ich bekomme weniger Stress, aber über eine deutlich längere Zeit und somit habe ich mehr Auswirkungen, wie wenn ich das einmal hart mache. Okay, dann Vergleich Stecklinge und Samen. Wie groß ist der Unterschied im Ertrag und was sind die Vor- und Nachteile, wenn man im Homegrow lieber mit Stecklinge oder Samen arbeiten sollte? Gut, Vergleich Stecklinge, Samen. Ein Samen ist einfach potenter, es ist eine hübschere Pflanze, obwohl das sehr subjektiv ist natürlich. Ich bekomme fettere Erträge von einer Samenpflanze, aber das sind auch wuchtigere Dinger am Ende des Tages. Und ich sage mal, ertragstechnisch, wenn man es richtig macht, gibt es gar nicht viel Unterschied zwischen Steckling und Samen. Es gibt nur Ertrag pro Pflanze, ein mächtiger Unterschied. Also wir haben jetzt genau UV-Versuch Nummer 2 mit Stecklingen statt Samen. Was haben wir gemacht? Wir haben statt 4 Pflanzen 6 Pflanzen. Wir haben durch das natürlich kleinere Töpfe, damit man nicht zu viele Erde auf dem Quadratmeter verwenden. Und haben dann aber eigentlich denselben Ertrag wie aus Samen, aber halt aus 6 Pflanzen und nicht mehr aus 4 Pflanzen. Das kann man als Vorteil und Nachteil sehen. Ich sage, desto mehr Pflanzen ich pro Fläche habe, desto weniger schlimm ist es, wenn da eine Pflanze mal abkackt, weil halt dann nur ein Sechstel ausfällt und kein Viertel. Der Vorteil beim Steckling sehe ich ganz klar, dass ich eine sehr stabile Genetik habe, wenn ich
den Stecklingslieferant, wenn ich dem vertrauen kann. Weil das ist auch wieder der Nachteil beim Steckling. Ich habe einfach ein Risiko, ein recht großes Risiko, dass ich mir mit dem Steckling schon Krankheiten oder Schädlinge mit reinhole. Also Vorteilsamen, mehr Gramm pro Pflanze, aber nicht mehr Gramm pro Fläche, wenn man es richtig macht. Beim Steckling, ich brauche mehr Pflanzen pro Fläche wie beim Samen, weil es einfach nicht so mächtige Dinger sind. Und beim Steckling habe ich den Vorteil, ich habe eine stabile Genetik. Von vier Pflanzen sind im Idealfall alle Pflanzen genau gleich. Habe aber den Nachteil, dass ich ein Risiko habe, mir Schimmel, mir Mehltau oder irgendwelche anderen Viecher vom Stecklingslieferanten mitzukaufen. Okay, und wann kann ich so am frühesten so einen Steckling nehmen von einer Pflanze? Normalerweise würde ich sagen, okay, die Mutti, die sollte schon 2 Monate alt sein, damit es ein stabiler Steckling ist. Es geht aber auch früher. Okay. Aber da sind sie dann einfach nicht so reaktiert. Die machen dann einfach, also ich habe beim Bewurzeln ein bisschen mehr Probleme, wenn die Mutti dann nicht so alt ist und auch in der Blüte performen die nicht so gut. Also wir nehmen eigentlich so ab 2 bis 3 Monaten wird die Mutter bei uns beerntet. Das heißt nicht, dass wir vorher keine Stecklinge runterschneiden, nur wir verwenden sie nicht. Also wenn ich so eine Mutter aufbaue über 2 bis 3 Monaten, wird der kontinuierlich beschnitten. Aber das, was halt beschnitten wird, das wird nicht weiterverwendet, weil es einfach nicht so gut performt und weil es schlechtere Wurzelquoten hat. Im Fachjargon spricht man da von der Härte, also der Stamm, der sollte nicht. Oder der Steckling, der sollte nicht zu hart sein, also nicht brechbar, und der sollte auch nicht zu lummelig sein. Beides führt einfach zu vor allem schlechteren Wurzelquoten. Okay. Hat Martin Erfahrung mit Stofftöpfe? Ja, und zwar sehr gute. Also habe ich Erfahrung, kann ich jedem empfehlen. Okay, Evo-Empfehlung für ein Zelt Größe 1,75 mal 1,30. Also es muss einmal ein 120er Evo sein, damit wir da irgendwo sauber reinpassen. Und dann hätte ich, muss man mal kurz die Fläche ausrechnen. Zum Moment. 1,3 mal 1,75, das sind 2,2 Quadratmeter. 1,75. Gut, dann würde ich Evo 5, 1,20. Und da brauche ich einmal 2 Stück, dann komme ich irgendwo bei circa 700 Mikromol raus, was schon ganz nett ist. Wenn ich es besser haben will, dann könnte ich auch mit 3 Evo 4 1,20 arbeiten, was natürlich mehr Kosten verursacht. Aber definitiv 1,20er Leuchte, entweder 2 Stück Evo 5 1,20 für 700 Mikromol. Wenn ich es richtig geil haben will und eine Überperformance erreichen will, dann nehme ich sogar dreimal die Evo 5 1,20. Und das Ding dazwischen wäre eben dreimal die Evo 4 1,20. Aber da gibt es 1000 Möglichkeiten. Man könnte das natürlich auch mit mehreren Evo 360 machen. Am besten bei uns im Support anschreiben. Wir simulieren es dann durch und dann hat man eine saubere Grundlage, um eine Entscheidung zu treffen. Die Simulationen, die wir da machen, die verursachen auch keine Kosten auf eurer Seite und dann habt ihr wirklich eine schöne Entscheidungsgrundlage. Okay, dann nächste Frage ist, wie klont Sunlight seine Steckis? Wie gesagt, Mutter ist 2 bis 3 Monate alt. Wir machen das eigentlich recht schlampig. Also ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich sage mal, bis vor 5 Jahren, wenn ich einen Steckling geschnitten habe, dann habe ich mir Handschuhe angezogen, habe mich mehr oder weniger von unten bis oben desinfiziert, habe mit meinem desinfizierten Skalpell den Steckling geschnitten, genau im richtigen Winkel, habe den sofort ins Wasser gestellt und habe ihn dann im Prinzip in einen feuchten Steinwollplug gesteckt. Dann haben wir einen Gärtner eingeladen, der unsere Leuchten für die Thunbergienvermehrung verwendet hat. Das ist die Gärtnerei Müller.
Und der wollte mit Cannabis-Stecklingen experimentieren. Dann ist er zu mir gekommen, mit einem Kunststoffsack, hat das Mutterzelt geöffnet, hat die Pflanzen einfach nur so mit dem Finger oder den Steckling so mit dem Fingernagel abgetrennt, hat da 50 Stecklinge runter, hat die in den Kunststoffbeutel geworfen, hat mit mir ein Bier getrunken, und ist dann eine Stunde später in die Gärtnerei zurück und hat das Ding gesteckt. Und ich dachte mir, ja, das kann ja nie im Leben funktionieren, so wie der das macht. Das ist ja ein Idiot. Leck mich am Arsch, der hatte 95% Wurzelquote, also das hat wunderbar funktioniert. Und genauso machen wir es jetzt auch, also ganz billig. Wir schneiden, also wir desinfizieren unsere Werkzeuge, ja, und schneiden denn das im Prinzip ganz normal mit dem Skalpell ab und dann geht es halt in Plug. Wird da eigentlich immer so ein kleines Zimmergewächshaus, da machen wir unten Perlit rein, dass wir konstante Feuchtigkeit in dem Gewächshaus haben und dass es auch einmal nicht so schlimm ist, wenn es mal, oder die Plugs, die trocknen euch ja recht unlinear aus, oder? Der ist jetzt noch feucht und mitunter in 4 Stunden schon staubtrocken. Und um das vorzubeugen, bringen wir eine Perlitschicht in diesem Zimmergewächshaus ein, machen dann den Deckel oben, dass ich konstante Luftfeuchtigkeit habe, die sollte sehr hoch sein, also da reden wir auf 80%. Ich bin eher kühl, um Photosynthese sozusagen zu verhindern und hänge darüber eine Flex zum Beispiel. Schaue denn, dass ich das mit 100 Mikromol oder so belichte, also ich sage mal, wenn man so ein Zimmergewächshaus, da reicht so eine Flex 10, eine oder vielleicht zwei Stück, desto mehr Licht ich gebe, desto schneller geht's, aber desto schwieriger wird's. Also das bedeutet, schwieriger bedeutet, die Pflanze hat Wurzeln und wenn ich viel Licht gebe, dann betreibt die natürlich viel Photosynthese und wenn ich den zu spät mit dem Dünger reinfahre, damit komme ich gleich auf Anfang an einen Mangel. Das will ich nicht. Darum sage ich, okay, lieber ein bisschen weniger Licht. Dafür braucht der Steckling halt vielleicht 3 Tage länger zum Belichten, aber es ist alles ein bisschen entspannter. Diese Perlitschicht, wie gesagt, die funktioniert im Zimmergewächshaus gut. Und was man vor allem mit der Flex auch richtig geil machen kann, ihr könnt die beim Zimmergewächshaus einfach oben auf das Glas- bzw. Kunststoffdach direkt drauflegen. Da müsst ihr gar keine Aufhängung oder irgendwas basteln. Dann habt ihr ein ganz einfaches, sehr gutes System. Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus hoch, Temperatur, sage ich mal, im Idealfall nur 20 Grad, funktioniert aber auch, wenn es 24 Grad hat. Okay, jetzt wir haben nur noch 5 Minuten und da möchte ich noch eine Frage stellen. Also wir können jetzt leider keine Zuschauerfragen mehr fragen, aber ich habe hier noch ein paar Fragen vorbereitet. Wollt ihr in Zukunft Anlagen für CSC-Clubs anbieten? Wir arbeiten mit Hochdruck daran und das bedeutet, also ob wir komplette Anlagen anbieten. Also ich habe in meinem Leben jetzt schon sehr viele Anlagen gebaut. Teilweise nur begleitet, wo das andere Unternehmen gebaut hat. Jetzt bei uns das Labor, das habe ich diesmal bauen lassen von der Firma Carbon Active, Schweizer Unternehmen, sehr empfehlenswert. Aber das Ding, das kostet halt Kohle, aber dafür haben wir ein perfektes System. Wir evaluieren momentan unterschiedlichste Klimaanlagenhersteller mit dem Hintergrund, dass wir sagen, okay, im Idealfall, weil wir Anlagen bauen möchten und im weniger idealen Fall, damit wir, wenn Fragen sind, einfach sagen können, jawohl, Leute, wenn ihr eine Klimaanlage braucht, auf dieses und jenes müsst ihr achten und dieser und jener Hersteller gibt euch das, was ihr benötigt. Ob wir eben genauso bei Tischen ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Tische anbieten. Wir kooperieren da aber eigentlich schon seit 10 Jahren mit der Firma Knecht. Das ist ein deutsches Unternehmen, die machen Tische und Gießanlagen für einen professionellen Gartenbau. Die kann ich jetzt schon empfehlen. Ja, und der Rest ist dann im Prinzip noch nicht entschieden, aber wir arbeiten daran. Also, Ziel ist es zumindest, euch offen und ehrlich zu sagen können: wendet euch an diese und jene Klimamenschen, wendet euch an diese und jene Gießanlagenmenschen. Beim Licht ist das klar: wendet euch an uns und beim ganzen anderen Zubehör.
Wollen wir einfach mal zumindest beratend zur Seite stehen. Im Idealfall können wir auch ein gutes Produkt anbieten. Man muss aber schon ganz klar sagen, also diese Anlagenbauerei, das ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Also wenn man eine saubere Anlage will, da muss man mal 3 Monate Planungszeit schon einrechnen. Und wir wissen ja Stand heute noch gar nicht, was der Gesetzgeber dann von uns verlangen wird, oder? Wenn ich jetzt sage, okay, der Gesetzgeber verlangt, dass das alles brandschutztechnisch und so weiter perfekt ist, dann stellt sich mal die Frage, ob so ein Growzelt, wie es heute angeboten wird, überhaupt die richtige Brandschutzklasse hat, um das legal zu verwenden. Ich kann es nicht beantworten, aber genau solche Sachen versuchen wir im Moment zu klären, um da mal zumindest beratend zur Seite zu stehen und wie gesagt, im Idealfall auch ein ausgewähltes Portfolio an Produkten anbieten zu können. Okay, dann kommt natürlich die letzte Frage, die allerletzte. Und zwar, wenn du, Martin, in Deutschland leben würdest und die Legalisierung würde über dich herüberkommen und du hättest die Möglichkeit, jetzt legal 3 Pflanzen anzubauen, wie würde dein Set aussehen? Welche Zeltgröße, welche Lampe würdest du dir reinmachen und welche Lüftung oder würdest du einen Controller einbauen? Wie würde das anschauen, ausschauen? Okay, gut. Ich würde ja Greenception-Leuchte kaufen. Nein. Schöne Grüße an die Hörer. Ich würde definitiv rechteckiges Zelt, das ist etwas, das ich ganz klar sehe. Ich sage, gut, auch bei einem kleinen Zelt 60 mal 60, das geht quadratisch noch gut, 80 mal 80 geht quadratisch noch gut, alles was größer ist. Bin ein absoluter Fan von rechteckigen Zelten. Homebox hat da gerade das 120 mal 60 Zentimeter Zelt gelauncht. Das finde ich eine sehr tolle Größe. Würde meinen persönlichen Eigenbedarf mehr als nur decken. Und belichten würde ich das, da ich ja das Maximale den rausholen will. Wahrscheinlich gar nicht, weil ich die Menge benötige, aber einfach, weil Maximieren mir Spaß macht, würde es mit 2 Evo 360 belichten. Das Ganze über Bluetooth-Dimmer gekoppelt. Wäre dann aber auch die teuerste Option, sage ich. Dasselbe Zelt kann man deutlich günstiger mit einer Evo 420 auch schon extrem gut belichten. Aber die 2 Evo 360 sind da sicher geiler wie eine Evo 420 und darum würde ich zu diesen greifen. Okay, und du hast ja noch einen Job bei dir in der Firma offen. Vielleicht könntest du da noch was erzählen oder ist der schon weg? Na, also wir sind im Moment, also wir sind generell immer auf der Suche nach Mitarbeitern, weil wir auch immer sagen, okay, wenn wir eine perfekte Bewerbung haben und ich sage, okay, da kommt der Mann, der hat irgendeine Kompetenz, die wir nicht haben, vielleicht finden wir dazu einen Job. Also umgekehrte Herangehensweise, darum soll sich jeder angesprochen fühlen, der sich bei uns bewerben will, eine Initiativbewerbung zu senden. Der bekommt auch ganz sicherer Feedback dazu. Ich kann natürlich nichts versprechen. Aber ja, wir suchen auch Elektronikentwickler. Händeringend eigentlich. Das sind recht gefragte Menschen. Und in Vorarlberg gibt es da nicht viele davon. Und ja, also falls sich da jemand angesprochen fühlt, das bedeutet aber Mechatronik oder Elektronikstudium ist ja Voraussetzung. Der kann sich bei uns für diesen Job des Elektronikentwicklers, also des Leuchtendesigners sozusagen bewerben. Weiter suchen wir im Prinzip auch Programmierer und Datenverarbeitungs- oder Datenanalysten suchen wir aktuell. Wir haben ja unendlich viel Sensorik bei uns im Labor und da kommen mittlerweile echt abartige Datenmengen daher. Diese Daten gilt es aufzubereiten, zu filtern, also digital zu filtern sozusagen. Und da suchen wir auch Leute. Also Entwickler, Leute mit Elektronik-Background bitte gern bewerben oder Leute mit Datenverarbeitungs-Background bitte auch bewerben. Super, super. Also Martin, ich lasse dich jetzt natürlich gehen. Du warst ja unterwegs am Wochenende auf einer Messe und würdest jetzt wahrscheinlich gerne nach Hause gehen. Und ich bedanke mich recht, recht herzlich für die Zeit jetzt am Sonntag. Sowieso bist du sehr beschäftigt. Und ich hoffe, wir können vielleicht in der Zukunft nochmal so einen Stream machen und
Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Ja, danke ebenfalls. Also von mir aus können wir das gerne machen. Ich schwafel immer gerne. Das merkt man auch, wenn man mal bei mir am Messestand ist oder so. Also Leute kommen, sagen, es gibt jetzt Mary Jane. Ist immer ein halben Jahr vor der Tür. Die Messe in Düsseldorf kann ich extrem empfehlen. Ist echt eine geile Messe. Kommt auf die Messen. Da können Sie auch immer mit mir direkt und persönlich reden oder mit meinem Team. Wenn Fragen sind, scheut euch nicht, den Support von uns anzuschreiben, für das ist er da. Auch wenn es eine Frage zum anderen Produkt ist, das muss nicht immer um unsere Produkte gehen. Ja, und gerne wieder so ein Livestream oder so ein Podcast mit mir, bin ich immer dabei. Super, alles All klar. die Zuhörer da draußen, vielen Dank für die coolen Fragen und hat echt Spaß gemacht. Super, Martin, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ich melde mich dann bei dir, gell? Passt gut. Super, danke, ciao. Ciao, mach's gut. Mark, Ja? hörst du mich noch? Ja. Genau, ich habe gerade noch den VPD-Kalkulator, den ich erwähnt habe. Das wäre Global Garden. Google einfach Global Garden VPD-Kalkulator. Da habt ihr einen coolen Kalkulator, wo ihr im Prinzip eben eure Temperaturwerte eingeben könnt, auch eure Blatttemperatur und Lufttemperaturwerte. Und dann bekommt ihr alles richtig dargestellt. Und der passt, das ist der, den wir auch verwenden. Nur, dass ich das noch beantwortet habe. Okay, dann haben wir das Gut. auch. Und dann gebe ich das auf jeden Fall einmal in den Chat ein. Und dann geht's jetzt gleich weiter mit dem Gewinnspiel. Passt. Alles klar. Alles Ciao, klar. Leute. Ciao.